Oh, wow. Oh, alles wieder weg. Aber dafür hat es geregnet. Das ist auch gut, gell? Hey! Welcome to the German-speaking part of Europe. Why are there no toxic users at Wikipedia? Because there are no authors in collaborative writing. There are definitely toxic users on the internet, and the first step, but not the last, of quality community care is to ban them quickly. Weil ich ja der allergrößte Checker des Wikiversums überhaupt bin, habe ich natürlich sofort eine Definition für Community Care bereit. Quality Community Care. Aber hat man mit einer Blockierung dann den toxischen User weg? Ja. Eben nicht. Und schon gar nicht unter den Bedingungen des Internets. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir uns neu darüber verständigen. How to disagree. Wenn jemand kommt und sagt, du bist ein Arschloch oder a man on a mission oder Verschwörungstheoretiker oder deine ewige Fragerei nervt. Ja, das ist nicht so angenehm. Aber Widerspruch ist Zuspruch. Jetzt geht's darum, finden wir gemeinsam einen Weg hier hoch. Wenn es um kollaborative Wissensarbeit geht, ist Wikipedia state of the art. Und damit dieser Workflow Spaß macht, musst du eine zweite Definition mitnehmen von Smart Setting. Nein, alles nicht von mir. Einfach beobachten, wie es bei Wikipedia gut geht und davon mehr machen. Während die wissenschaftliche Rationalität in der Idealform immer die Frage stellt, ist das wahr? Kann man das belegen? Gibt es da Quellen? Ja. Auf der Suche nach Wahrheit. Und da gibt es viele andere Rationalitäten auch. Und was mir jetzt, was mich beeindruckt in der Wiki-Community, ist, dass sie sehr stark dieser wissenschaftlichen Rationalität folgen. Absolut, ja. Also auf der Suche nach Wahrheit. Im Wissen, das ist multiperspektivisch, wie Sie gesagt haben. Jeder hat eine andere Perspektive, aber uns verbindet die eine Rationalität, nämlich gut ist, was wahr ist. Ja. Und alles, was hilft, diese Wahrheit zu bewahren, wird als rational erachtet. Ja. Das ist der Idealfall innerhalb der Wikipedia. Es geht immer um einen klaren, zentralen Punkt. Der muss herausgearbeitet werden und dann belegt und argumentiert. Schluss jetzt. In einer halben Stunde sind wir live. Gespräche im Teutoburger Land mit Werner Hülsmeier, und es geht um die Gestaltung der Commons, Gemeinwohl etc. Bin ich gespannt. Hier. Es geht um die Organisation der Commons und jene, die wir haben, nicht aushöhlen zu lassen. Eine ist zum Beispiel, sich an gemeinschaftlichen Ressourcen bedienen und darauf aufbauend geschlossene, zentralisierte Dienstleistungen anbieten. Ja, eben, das erinnert natürlich an die Öffentlich-Rechtlichen, an Service Public, wie wir sagen. Das war natürlich genau mal sowas. Wir legen unser Kohle zusammen, um eine gute informationelle Situation zu bekommen. Und die würde heute völlig anders aussehen. Und darum engagiere ich mich auch bei Wikimedia Schweiz. Das ist jetzt gleich der nächste Schnipsel, wenn du hier auf wikidienstag.ch die ganze Playlist abspielen lässt. Alle Links in der Videobeschreibung. Im Namen des Ärgers, der Wut und des Halbzorns. Es geht hin. Tschu, tschu. Und Ruhe.